Jo, hallo zusammen. Bevor es jetzt mit der nächsten Aufnahme weitergeht, ich habe ein bisschen Offscreen-Arbeit erledigt. Ja, da sage ich dann auch in der Aufnahme, ich habe die nächste Aufnahme schon im Kasten. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt da in der Aufnahme auch noch ein paar Sachen sagen werde, die ich jetzt auch schon gesagt habe. Denn ich habe nämlich das erste Rennen und die Jetboard Challenge schon mal Offscreen auf Gold geholt. Habe in Summe ungefähr, ja, ein Viertel Stunden dafür gebraucht, um das zu schaffen. Und das Verhältnis war so, ja, ich sag mal, ein Viertel bis anderthalb Stunden war das Rennen. Und ja, restliche Zeit, also eine Dreiviertelstunde ungefähr, die Jetboard Challenge. Wobei ich sagen muss, dass es deutlich angenehmer war, als ich vermutet hatte. Ich dachte, ich werde kotzen, gerade beim Rennen vor allem, weil es einfach so knapp bemessen ist mit der Zeit. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie es aussah. Also schon in einer Viertelstunde war ich so bei 2,20 Parts zerquetscht, also dass ich dann knapp über eine Sekunde über dem eigentlichen Ziel drüber war. Und da habe ich schon nicht perfekt, ich sag mal, eine perfekte Leistung erbracht. Und auch bei dem erfolgreichen Versuch habe ich einige Fehler gemacht. Und es hat trotzdem gereicht, auch wenn es knapp war, aber es hat gereicht. Ja, und bei der Jetpot Challenge, ja, keine Ahnung, das war eigentlich alles mehr oder weniger willkürlich. Das war jetzt nicht so kontrolliert wie das Rennen. Aber egal. Ich würde sagen, ich drücke jetzt auch einfach erstmal auf Play. Zack. Und los geht's. Ja. Ja, am Anfang mache ich auch genau den gleichen Trick in Anführungsstrichen, wie ich auch schon bei im Let's Play selbst gemacht habe. Das heißt, ich lasse die erstmal ein Stück vorfahren und mogel mich dann an denen vorbei mit dem Boost, damit die mir dann weiter nicht mehr auf den Sack gehen in den nächsten 5 Runden. Und hier auch schon die zweite Boost-Stelle. Die Lücke natürlich. Die Kurve habe ich sehr, sehr gut bekommen. Und hier ist der Trick, ne? Also im Endeffekt, der Boost direkt nachdem man das Power-Up eingesammelt hat, ist, glaube ich, ganz gut. Die Kurve habe ich jetzt nicht perfekt bekommen, alles andere als das. Und die letzte jetzt auch nicht. Letzte Kurve kann man sehr, sehr eng nehmen, wenn man gut reinkommt. Aber das habe ich jetzt in der ersten Runde nicht geschafft. Also auf jeden Fall Potenzial nach oben. Und hier der erste Boost natürlich immer wieder direkt am Anfang. Ich springe da auch immer ganz gerne, weil ich das Gefühl habe, dass ich da schneller bin. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ja, da muss ich jetzt gerade ein bisschen vom Gas runtergehen. Und hier hat man mal ab und zu mal die Möglichkeit, auch mal zwei Boost-Symbole einzusammeln. Ah, der war auch nicht so gut. Letzte Kurve, da habe ich immer meine Probleme mit gehabt. Ja, dafür dann jetzt die allerletzte. Wie gesagt, kann man immer schön eng nehmen. So, dritte Runde, flups. Schön rüber. Wenigstens habe ich die immer ganz gut bekommen. Da kann man sich auch ein bisschen nach außen fallen lassen in der Kurve, weil das Power-Up kriegt man trotzdem. Aber die war auch sehr gut genommen, die Kurve. Ja, da einmal kurz angeeckt. Kein Problem. So, dafür war das jetzt ein bisschen besser. Die Kurve war, die Runde war echt ganz gut. Jetzt habe ich hier sogar ein Power-Up komplett übersehen. Das heißt, mir fehlt diese Boost-Strecke. Dann habe ich bestimmt locker, ich sag mal, 1 bis 1,5 Sekunden wahrscheinlich verloren. Und hier, oh, ui, das war aber ganz schön knapp, du. Dafür kam ich sehr gut in die Kurve rein. So, genau, hier haben wir jetzt nämlich zwei Boosts eingesammelt. Den zweiten Boost habe ich immer gerne in der letzten Kurve der Runde gezündet. Nämlich ziemlich genau hier. Flups, genau. Schön. Und dann darf man hier am besten keinen Boost verpassen oder keinen Power-Up. Und jetzt hier einmal scharf links nehmen, nach außen fallen lassen, dann den Boost mitnehmen. Na, okay, da muss ich einmal vom Gas runtergehen, sonst hätte ich die Kurve wahrscheinlich nicht bekommen. Und hier habe ich, glaube ich, nochmal am Ende ordentlich verkackt, genau. Ne? Und das wurde hinterher so knapp, habe ich so gedacht, Alter, guck mal auf den Tacho, ne? Gib Gas, gib Gas. Ganz eng neben die Kurve. Und es hat trotzdem ausgereicht. War zwar knapp, wie gesagt, aber ich habe auch ziemlich viel Scheiße gebaut, aber gerade die dritte und vierte Runde war eigentlich ziemlich gut. Die letzte Runde nicht so, aber gut, ist halt so. Ist auf jeden Fall eine machbare Geschichte. Bin auf die anderen Rennen schon sehr gespannt. Und dann geht es auch weiter mit der Jetboard Challenge. In wenigen Sekunden müsste es losgehen. Und zwar ziemlich genau jetzt. Genau. Ja, ihr seht da schon 108.000. Ich habe da einige Versuche gemacht, die auch alle relativ knapp waren. Aber ich habe eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ich weiß nicht, wovon es abhängig war, dass ich das gerade bei dem Versuch geschafft habe. Was ich nicht erwähnt habe, ihr habt keinen Game Sound, ne? Ist ab und zu mal, wenn ihr das Signal verpasst oder wenn ihr das Signal geändert hat, weil dann irgendwie, keine Ahnung, die Playsee ausgegangen ist oder so, dann ist das Bild manchmal da und der Ton nicht. Und ja, nur als Info. Und genau, hier bei der Jackpot Challenge habe ich eigentlich immer eine Kombination aus Flip und Spin Tricks gemacht während des Grinds. Und man kriegt immer ein akustisches Signal, ob die Tricks innerhalb der Combo gezählt werden oder nicht. Dann machst du ein kurzes Blip-Blip, was ihr jetzt natürlich nicht hört. Aber irgendwann hört das nämlich auf damit. Das heißt, man hat die Combo dann quasi maximal ausgereizt. Und das war, glaube ich, mein Fehler, den ich immer gemacht hatte während des Let's Plays. Weil jetzt haben wir schon echt nach der Hälfte der Zeit 70.000 Punkte. Und wie gesagt, ich habe gefühlt immer das Gleiche eigentlich gemacht. Manchmal bin ich dann mit 70.000 am Ende rausgegangen, mit 70.000 Punkten. Oder aber, so wie in diesem Versuch, mit, ich glaube, 130.000, die ich hier haben werde. Das heißt, 10.000 über dem, was ich eigentlich erreichen sollte.
Ja, also tatsächliche Tricks, Tipps kann ich hier jetzt nicht so gut geben. Hier habe ich aber auch nicht nachgucken müssen, auch bei den Rennen habe ich nicht nachgucken müssen bei YouTube, wie man das jetzt am besten schafft. Worüber ich eigentlich sehr froh war. So, jetzt haben wir hier auch nochmal 8000. Uns fehlen jetzt noch 4000 Punkte, wir haben noch 13 Sekunden Zeit oder 11, wie auch immer. Und ja, haben wir auf jeden Fall locker geschafft. Auch wenn es ja dreiviertel Stunden gedauert hat, aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer das Gleiche gemacht und gehofft, dass irgendwann der Versuch kommt, wo ich es komplett schaffe. Und der kam dann auch, nämlich ziemlich genau hier. Gab auch nochmal 6 Orbs für uns, was sehr nice ist. Tada! Und mit 114 Orbs starten wir dann auch die nächste Aufnahme. Und ja, ich wünsche euch dann schon mal viel Spaß bei den nächsten, ich glaube, eineinviertel Stunden. Es gibt auch einen kleinen Bug in der Aufnahme, das habe ich auch mitbekommen, wodurch uns vielleicht ein bisschen Gameplay hinterher fehlt. Aber gut, werdet ihr dann ja sehen. Gut, also ne, dann viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Jack, nicht Jack Daxter, Jack 2 Renegade, schon wieder verkackt. Schön, ne? Sonntag, 9.8., 8:01 Uhr. So, jetzt habe ich alles zusammen. Und ja, ich habe beim letzten Mal am gestrigen Tage mich noch ein bisschen, ja, den Sachen gewidmet, den Goldsachen gewidmet. Im Idealfall habt ihr gerade eben die Rennen gesehen, beziehungsweise das Rennen und das Hoverboard-Challenge gelöst, ne? Habe ich auf jeden Fall beides auf Gold geschafft, wie man hier jetzt erkennen kann, an den besten Listen. Nein, das war die Karte. An den besten Listen natürlich. Man sieht, ach guck mal, 2 Minuten 18, war zwar nur knapp geschafft, aber egal, es ist geschafft. Und hier bei dem Jetboard-Spiel, ja, war ich schon ein bisschen mehr über dem Gold soll. Ist auch in Ordnung. Das war beides nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich habe zwar schon eine gewisse Zeit damit zugebracht. Man sieht auch unten, ne, ich hatte schon, also bei den dritten, vierten, fünften bis, ja, letztendlich sechsten Platz. Wobei, wie viel war denn Gold? Silber, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall, war es ein relativ weiter Weg dahin. Ne? Ich war relativ häufig nah dran. War jetzt aber nicht so schlimm. Ich glaube, in Summe habe ich hier ungefähr 40 Minuten mit zugebracht. Vielleicht war es auch 50 oder eine Stunde, keine Ahnung. Das hier hingegen war schon ein bisschen umfangreicher. Da habe ich ungefähr 1,5 Stunden mit zugebracht. Wobei ich aber sagen muss, ich war relativ am Anfang, diese 2:20:33, also die drittbeste Zeit, die man jetzt sieht, die habe ich schon nach einer Viertelstunde oder so gehabt. Deswegen habe ich gedacht, okay, so schwer ist es ja vielleicht doch nicht, wie ich gedacht habe. Zumindest bei dieser einen Strecke. Aber egal. Ja, im Idealfall habe ich es jetzt gerade vor diesem Part geschnitten, wenn ich das noch hinbekommen habe. Falls nicht, werde ich das wahrscheinlich beim nächsten Part nachholen. Und ja, ich habe mir jetzt schon mal die Dreistigkeit erlaubt, schon mal direkt hier hinzufahren, direkt zur nächsten Mission, weil... Also, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Okay, die Mission da oben ist zwar immer noch zu sehen, aber ansonsten haben wir nämlich nichts mehr zu tun, deswegen bin ich da gestern einfach nach dem Rennen nochmal schon mal hier hingefahren, damit ich mir es heute sparen kann. So, auf geht's! Der Baron schlägt ganz schön hart zu. Was immer ihr getan habt, er ist mächtig wütend darüber. Das war erst der Anfang. Die Crimson Garde hat neue Höllenkreuzer. Jetzt ist es noch gefährlicher für den Untergrund. Wir haben diese Woche schon 5 Männer verloren. Deine Männer können schon auf sich selbst aufpassen. Aber ich hätte nichts dagegen, ein paar von diesen Kreuzern zu zerlegen, wenn du das meinst. Noble Ziele sind wohl nichts für dich, was, Jack? Gut, mir ist deine Hilfe recht, egal wie. Erledigt alle 5 Höllenkreuzer. Das wird dem Baron eine Lehre sein. Habe ich wieder Zeitdruck oder was ist jetzt hier los? Wie mache ich die denn jetzt kaputt? Fällt mir gerade mal so ein. Mehr gegenfahren könnte ich natürlich, klar. Aber ich könnte eigentlich auch, ich überlege nämlich gerade, ich könnte doch eigentlich auch, ich habe doch so einen, wenn ich den jetzt klaue, ne? Das ist eigentlich eh vollkommen egal im Endeffekt. Ah nein, ich bin nur doof, ich kann doch drive-by machen. Rutik. So. Wow. Gut. Alter Vater, das klappt ja hervorragend. Okay, ich wurde zwar selbst getroffen, aber es ist nicht schlimm. Wir müssen jetzt nur einmal nochmal ein Gefährt stibitzen. So. Nehmen wir mal doch lieber die Gatling an. Hilfen. Ich bin gleich im Arsch. Super. Ja. Naja, ich glaube, das wird nichts. Nicht beim ersten Versuch. Ui! Ich wollte extra. Habt ihr gesehen? Ich wollte extra noch ausweichen. Das war eigentlich ziemlich geil von mir. Aber es war dann leider doch ein Stückchen zu spät. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Komm.
Wer damit? Verdächtiger fliegt nach Sektor 5. Ich kann sagen, vielleicht haben wir ja ein bisschen stabileres Gefährt mal nehmen. So, wo sind die Höllenkreiser? 5 Stück und ich habe jetzt schon mal halb Energie weg. Das ist echt zu traurig, ne? Die Frage ist halt, okay, die Gardisten, die mögen mich jetzt nicht mehr oder ich bin denen scheißegal. Mir soll es im Endeffekt recht sein. Okay. Also einmal schön durch die Stadt juckeln und 5 Kreuzer kaputt machen. Schön. Nach dem ersten halb Energie verloren. Mal gucken, wie die restlichen werden. Nur vor der Statistik her sind meine Erfolgschancen nicht allzu gut. Wenn man es mal so sagen darf. Ah, Hallöchen. Okay, das ging eigentlich voll klar. Ich bin erstaunt. Ruhe! Ich bin gerade mit ums Eck gefahren. Ja, ich habe ein stabileres Gefährt. Das ist, glaube ich, einfach das Rätsel zur Lösung. Ja, guck mal, das war schon mal auch ganz gut. Da waren es nur noch 2. Munitionstechnisch sieht es eigentlich auch noch ganz gut aus. Soll ich noch genug haben? Also auf jeden Fall diese Vulcan Fury Waffe, die ist, glaube ich, am besten geeignet hier für meine Vorhaben. Ja, nur die Lenkung von dem Gerät ist halt wirklich Grütze, ne, ey. Ups, Entschuldigung. Ja, aber das könnte vielleicht doch noch was werden, ey. Letzten beiden ohne Verlust, mein Fahrzeug, das brennt noch nicht und gar nichts. Ah, guck mal, jetzt suchen die mich auch schon nicht mehr. Sehr, sehr schön. Ich sollte nicht frontal auf sie zufliegen. Oh, hab ich da jemanden erwischt? Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Okay, aber der nächste ist hier schon. So. Verdächtiger fliegt nach Sektor 5. Ist nach rechts gefahren, genau, habe ich genau hier gesehen. Hallöchen. Das wird einfach sterben. Entschuldigung. Alter, mein Fahrzeug, das qualmt nicht mal. Wie geil ist das? Okay, es qualmt ein bisschen. So, geht down. Jo, nu? Jetzt sollten die Straßen etwas ungefährlicher sein. Gute Arbeit. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Dankeschön, dankeschön. Ach gut, guck mal, da sehe ich doch schon direkt die nächste Aufgabe. Höllenfeuer! Hellfire! Fire! Ui. Okay, gucken wir erstmal, wie wir da hinkommen. Ach du Scheiße. Ja, es ist so nah dran, aber doch so weit entfernt, ne? Sonst doch irgendwo was. Nee. Nur die eine Aufgabe, okay. Dann können wir wieder zum Bambushütchen fahren. Ist aber auch geil, dass mich jetzt erstmal wirklich ans andere Ende der Welt wieder buxiert haben, ne? Schlagdalab! Hochdalab! Bisschen Munition wäre jetzt nochmal ganz nice. Au. Ich will mir was für Crew machen. Ich will mir, dass meine Waffen besser werden. Das wäre ganz schön. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier jetzt gerade richtig fahre. Ich sage einfach mal ja. War ich überhaupt in dem Bereich schon mal, wo ich jetzt hindüse? Wahrscheinlich, ne? Aber der kommt mir irgendwie so unbekannt vor. Okay, jetzt brennt das Ding jetzt auch schon mal mit. Ein bisschen. Verdächtiger begibt sich in Sektor 6. So, sag mal, ich muss... Ah, guck mal. Hervorragend. Fast ohne Karte geschafft. Fast. So, jetzt tötet mich von mir aus. Mir soll es egal sein. Ich bin unbewaffnet. Könnt mir auch einen Strafzettel geben. Ach, dann nicht. Mal gucken, wo ich jetzt aufwache. Bitte. Danke. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, schön. Danke. Ein bisschen Befürchtung gehabt. Ein paar Tricks machen. Jetzt habe ich sie ja alle drauf, hier die Tricks, ne? Achso, nein, da kommen wir nicht lang. Pack das Ding mal erstmal wieder weg. Stopp! Putz!